Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde World of Warcraft. So, der Krieg der Dornen beginnt. Wir haben alle drauf gewartet. Ich stehe mit meinem Druiden, ich wollte gerade Krieger sagen, ich habe gerade eben noch Krieger gespielt, mit meinem Druiden in OG und der Brief ist auf. Ich habe gerade mal kurz neu gestartet, weil um 8 Uhr ploppte der Licht direkt auf. So, wollen wir mal lesen. Der Kriegshäuptling wartet, Tanaria. Es gibt wichtige Dinge, die ich gern mit euch besprechen würde, aber Diskretion ist das Allerwichtigste. Sucht mich in meinen Gemächern in Unterstadt auf, wo ich sicher sein kann, dass unsere Privatsphäre nicht verletzt wird. Versichert euch, dass ihr nicht verfolgt werdet. In OG wimmelt es nur so von S7-Spionen. Anscheinend wollen König Anduin und Matthew Shaw unbedingt unseren nächsten Schritt ausspähen. Wie bewundernswert. Hier ist das Siegel der Horde. Meldet euch bei Sylvanas in Unterstadt. Jawohl. Obwohl unser langer Krieg gegen die Legion vorbei ist, kann sich die Horde keine Atempause leisten. Trefft mich in meinen Gemächern in Unterstadt. Dort können wir unsere nächsten Schritte planen. Und zwar diskret. So, das war's? Okay. Was haben wir hier? Ach so. Gut. Jetzt werden wir mal zum Zeppelinplatz. Da haben wir ja letztens schon gesehen, dass es keinen Zeppelin mehr nach Unterstadt gibt. Die Ecke wurde ja abgesperrt, aber es gibt ein Portal. Ne, hier. Seht ihr? Kommen wir nicht mehr durch. Das war ja letztes Mal schon. Das habe ich ja letztes Mal schon gepostet. So, einmal zum Portal. Einmal durch. Dann gucken wir mal. Ich bin echt gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Ich habe es mir ja auf dem Alpha Beta mal angesehen. Also nicht alles, ein Teil. Das habe ich ja in irgendeinem anderen Video schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das Video überhaupt schon oben ist. Ich werde es auf jeden Fall schon mal irgendwo gesagt haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich werde das auch auf Allianz-Seite mir ansehen. Also seid beruhigt. Das werde ich wahrscheinlich in ein Video packen. Oder machen wir es getrennt? Nee, ich werde es getrennt machen. So, dann gucken wir mal. Wo ist denn die Chefin? Ach Gott, auf der anderen Seite. Ja, hätten wir mal, wären wir mal andersrum geflogen, wäre, glaube ich, kürzer gewesen. So, in ihren Gemächern. Sie ist ja eine... Ich habe früher mal gedacht, ich müsste da bei den Apothekern rein. Nee, die haben irgendwie... So, bin ich jetzt dran vorbeigeflogen? Glaube ich, ja. Da. Oh mein Gott. Junge Frau. Manchmal, ne? So, einmal zur Chefin. Dann gucken wir mal. Gott, es ist voll hier. Was wollt ihr denn alle hier? Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Schön, dass ihr es so schnell geschafft habt, Tanaria. Alles klar. So, wie der Kriegshäuptling befiehlt. Silithus, darum geht es in diesem Spiel. Oder zumindest ist es das, was die Allianz glauben soll. Und natürlich ist Azrieg genauso mächtig, wie man sagt. Aber ich habe größere Pläne. Hochfürst Sauerfang führt seine Armee gegen Silithus. Zurzeit müsste es sich im nördlichen Bratland aufhalten. Ich möchte, dass ihr ihn findet und ihm mitteilt, dass die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Vorbereitungen wofür, fragt ihr? Nun, wir werden den Weltenbaum erobern. Findet Sauerfang im nördlichen Brachland. Wir sind Oha. Die Wir töten jeden, der uns im Weg steht. So, ihr wollt mich etwas fragen, Tanaria. Darf ich fragen, warum wir Teldrassil erobern sollen? So, jetzt gucken wir mal. Unsere Zeit ist knapp, aber ich respektiere, dass ihr mehr wissen wollt. Sylvanas zeigt auf der Karte auf Silithus. Das hat das Gleichgewicht der Kräfte in Azeroth für immer verändert. Azerith-Vorkommen erscheinen auf der ganzen Welt, Tanaria. Wir kennen das volle Potenzial dieser Substanz noch nicht, doch sie birgt ganz klar ungeahnte zerstörerische Kräfte. Wir werden Kriege in 20 Jahren geführt Wie werden Kriege in 20 Jahren geführt werden? In 100? Wie soll die Horde ihre Grenze verteidigen, wenn die Allianz den Azerith-Fluss kontrolliert? Das ist ungewiss, Kriegshäuptling. Aber eines ist gewiss, die Allianz wird Danassos als sicheren Hafen nutzen, um Azrieth in die östlichen Königreiche zu schaffen. Anduin wird mächtige neue Waffen bauen und früher oder später wird er sie auf unsere Heimatländer richten. Zuerst wird er Unterstadt und Silbermond angreifen,
Danach wird er seine Aufmerksamkeit Kalimdor zuwenden. Wenn die Horde eine Zukunft haben soll, müssen wir ihm zuvorkommen. Wenn Danassos unser ist, kontrollieren wir den Azerithfluss und verhindern, dass das Azerith gegen uns verwendet wird. Die Allianz wird aus Angst vor zivilen Verlusten nicht wagen, ihre eigene Stadt anzugreifen. So sichern wir mit einem Streich für Generationen den Frieden. Die Nachtelfen werden sich widersetzen, wie sie nur können. Die Kaldorei werden der Besetzung trotzen, es sei denn, wir brechen ihren Willen. Wir müssen Exempel statuieren, damit sie erkennen, was auf dem Spiel steht. Sie müssen etwas, jemanden verlieren, der ihr vollstes Vertrauen genießt, ein Symbol der Hoffnung. Die Augen der dunklen Fürstin verengen sich. Malfurion Sturmgrimm muss sterben. Oha! Oha! Starker Tobak! Starker Tobak, meine Lieben! Oha! Na, müssen wir mal gucken. Ich muss ja gestehen, ich war ja 10 Jahre Allianz, hab 10 Jahre Allianz gespielt, bin ja geborener Nachtelf mit ihr hier. Und für mich ist das so das Event jetzt, ja, ne? Nördliches, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite, ne? Brachland ist doch drüben. Nördliches, ne, warte mal, wo bin ich denn? Nee, doch. Hier. Da. Südliches, nördliches. Da ist er. Wegkreuz. Wie kommen wir jetzt am besten dahin? Hinfliegen, oder? Nee, das ist die Berufequest hier. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich hier ein Portal nach... Obwohl, warte mal. Ich habe doch eine Ruhestein in OG, oder? Ja. Ich port mich jetzt nach OG und fliege dann runter. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich am Wegekreuz bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Dann gucken wir mal, wo er ist. Huch, Kamerabug. Oha. Hallo, Sauerfang. Ich diene der Horde. Ich habe auf eure Ankunft gewartet. Na gut. Ein schneller Richtungswechsel. Ich habe unseren Marsch stoppen lassen und auf die Nachricht gewartet, dass wir bereit sind, die Richtung zu ändern. Nun folgen koordinierte gleichzeitige Angriffe auf bedeutende Standorte im Eschental. Wenn wir schnell vorgehen, werden wir die gesamte Verteidigung der Kaldorei vernichten und einen Weg direkt bis zur Dunkelküste freikämpfen. Sturmwind wird sicher Verstärkung schicken, um uns aufzuhalten. Wir müssen Teldrassil erobern, bevor sie ankommen. Ich werde die Truppen umlenken. Trefft euch mit unseren Agenten Lorash außerhalb von Astrana. Er wird euch alles Weitere erklären. Findet Lorash in Astrana. Soldaten der Horde, greift zu den Waffen! Heute kämpfen wir gegen die Kaldorei! Oha. Gut. Machen wir das. Wir müssen jetzt nach da. Ja dann, auf wie. Ich werde da mal jetzt direkt hinfliegen. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich drüben beim Agenten. Damit ihr die ganzen Flugwege nicht immer seht. Weil die dauern ja doch schon ein bisschen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Dann suchen wir mal den Agenten. Ah, da steht er. Lorash. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Zorfan sagt, es ist soweit. Ausgezeichnet. Jeder hat seinen Preis. Hunderte Schurken haben bereits die Außenposten der Kaldorei im Eschental angegriffen. Auf mein Signal hin werden sie mit der nächsten Phase des Krieges beginnen. Chaos sehen. Mein Kollege ist nicht weit von hier, gestorben, Tanaria, also könnte ich eure Hilfe brauchen. Wenn wir unentdeckt bleiben, wird die Stadt den Angriff nicht einmal mitbekommen, bevor wir all ihre Wachen ausgeschaltet haben. Ich habe ein Gift, das die Wachen schnell und geräuschlos töten kann. Wenn ihr mir signalisiert, welche Ziele ich auch unbemerkt angreifen kann, werde ich sie ausschalten. Was meint ihr dazu? Arbeitet mit Lorash zusammen, um Astrana zu entwaffnen. Lasst mich den anderen zuerst das Angriffssignal geben. Alles klar, machen wir. Das Feuer brennt und violetter Rauch steigt auf. Sie sollten ihn schon bald über den Baumkronen sehen können. Nach euch.
Ihr markiert die sicheren Ziele. Ich schalte sie aus. Alles klar, machen wir so. So, Wachen ausschalten. 10 Stück. Wie weit muss ich denn da dran? Schnell, erledig den hier, bevor er die anderen alarmiert. Oha. Achso, ich hätte schleichen müssen, oder? Ein Krieg bietet auch immer viele Chancen. So, ja, fliegen wir mal. Aber wie soll ich denn bitte... Wie soll ich die dann bitte markieren? Das war an Schlampigkeit nicht zu überbieten. Seid nächstes Mal leiser. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach so, ich müsste schleichen. Okay, ich schleiche gleich mal. Ihr seid eiskalt. Das gefällt mir. Ja, eiskalt, das gefällt mir. So, das ist jetzt auch alles Wachen. So, komm. Aha, jetzt macht er... Da ist die nächste. Das ist ein Hauptmann. Nein, der gehört mir. Es gibt doch nichts Befriedigenderes, als einen Kommandanten der Allianz auszuschalten. Vor allem, wenn es so einfach geht. So, da haben wir... Das sollte genügen. Wie fühlt es sich an, im Alleingang eine ganze Stadt einzunehmen? Es fühlt sich komisch an, seine ehemaligen eigenen Leute zu töten. Ich liebe meinen Job. Wir haben es geschafft. Hoffentlich ist es an den anderen Außenposten genauso gut gelaufen. Ankunft zur rechten Zeit. Mein Teil der Abmachung habe ich erfüllt, Troll. Ich werde mir die anderen Außenposten ansehen und herausfinden, ob meine Brüder und Schwestern zurechtkommen. Trefft euch mit dem Kriegshäuptling und sagt ihr, dass wir Astrana gesichert haben. Wenn alles nach Plan verlaufen ist, sollte sie bereits auf dem Weg sein. Oh, versucht mir ein wenig des Ruhms zukommen zu lassen, ja? Lorasch grinst euch an. Empfangt Kriegshäuptling Sylvanas Windläufer in Astrana. Töten ist schon Belohnung genug. Aber zu Gott sage ich nicht nein. Alles klar. Guck mal, da ist die Königin. Oder Häuptling. Das ist immer Königin. Hallo. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Das war ein perfekt ausgeführter Schlag, Tanaria. Jawohl. Außenposten zum von Zoramgar. Saurekfang wird unsere Truppen hier stationieren. Jetzt, wo Astrana uns gehört. Ich werde meine Jagd auf die einzige Kreatur fortsetzen, die unseren Marsch zum Sieg noch aufhalten kann. Mein Furion Sturmgrimm. Als nächsten Schritt werden wir einen Stützpunkt am Rand der Dunkelküste einrichten. Kommandant Grimfang vom Außenposten von Zoramgar sollte dort eine Armee unterbringen können. Informiert ihn über unsere Ankunft und stellt sicher, dass die nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Trefft die nötigen Vorbereitungen am Außenposten von... Am Außenposten, so. Sagt sie noch was? Nein, gut. Das heißt, wir fliegen jetzt ab zum Strand. Den Posten kennen wir ja zu gut. Da haben wir ja längere Zeit verbracht. Wir leveln ja derzeit einige Twinks und die sind irgendwie alle über die Dunkelküste gezogen. Wie ihr seht, haben wir ja hier
sehr viele Hordenpunkte mittlerweile. So. Nicht zu weit nach links, weil da ist noch Allianzgebiet. Dann machen wir uns einmal darüber. Bereiten alles vor. Wie gesagt, ich habe ja auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal, schon einen Teil von Burning Teldrassil. Aber da sieht man ja wenig von der Story. Man hat halt diese ganzen Quests, die wir jetzt machen, hat man ja vorher nicht gesehen. So, wo muss ich denn lang? Da. Da ist er, der Posten. Hallo. So. Ich würde gerne aus der Fluggestalt, danke. Raus damit. Ach, diese Lure. Verpflegung. Wenn wir diese neuen Ländereien zu den unseren machen wollen, müssen wir Orte haben, an denen wir unsere vom Kampf geschwächten Körper ausruhen können. Legt eure Axt ans Feuer und lasst uns Geschichten eurer ruhmreichen Schlachten hören. Der Kriegshäuptling benötigt Verpflegung und Unterkunft für eine ordentliche Armee. So, was sagt sie? Das hier ist nur ein kleiner Außenposten, aber ich werde alles holen, was wir auf Lager haben. Kriegshäuptling Sylvanas Windläufer und ihre Armee wird es an nichts fehlen, das schwöre ich. Jawohl. Dann habe ich hier Grimfang. Und Ehre. Kommandant, der Kriegshäuptling wünscht, dass ihr eure Außenposten für eine anrückende Armee vorbereitet. Wird bereitstehen für die Horde. Jawohl. Und jetzt müssen wir den dann noch machen. Wo ist er? Da. Wie kann ich euch helfen? Sylvanas und ihre Soldaten benötigen eure Hilfe bei Reparatur ihrer Waffen. In Ehren. Meine Schmiede ist allzeit bereit. Jawohl. Muss ich jetzt wieder zurück zu Sylvanas? Ja, muss ich. Wunderbar. Der Posten weiß Bescheid. Der bereitet sich vor. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu Sylvanas. Und schauen einfach mal, was da geht. Wie da geht. Nein. Wie es jetzt weitergeht. Ich bin mal gespannt, wie weit der erste Teil gehen wird. Ja, und ob wie das mit den Dailies und alles aufgebaut ist, weil ich weiß wohl, wir kriegen jetzt wohl auch tägliche Quests. Bin mal gespannt, das wird ja wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ich werde auf jeder Seite einen Charakter haben. Ich werde das nicht mit allen machen, um Gottes Willen. Also nicht aufgenommen. Vielleicht im Stream werde ich es vielleicht auch nochmal zeigen. So, wir sind wieder bei der Chefin. Ach, Sauerfang, hallo. Spricht rasch. Eine Streitkraft dieser Größe ist lange nicht durch das Eschental gezogen. Ich hoffe, Zorangar ist darauf vorbereitet, die gewaltigen Truppen der Horde zu beherbergen. Jagdbefehl. Habt ihr all diese Irrwische bemerkt? Ich habe so etwas schon einmal gesehen, als der Dämonen Archimunde von den Stichen Hunderter oder vielmehr Tausender Irrwische gefällt wurde. Das kann nur eines bedeuten, Malfurion bittet um die Hilfe seiner Ahnen. Der Kriegshäuptling ist bereits mit einem Spähtrupp zur Dunkelküste geeilt, um ihn abzufangen. Bitte, Tanaria, findet den Kriegshäuptling und stellt fest, ob sie ihre Beute schon erlegt hat. Wir haben das Eschental schon komplett gesichert, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Findet Sylvanas an der Dunkelküste. Wir sind die wahre Macht Kalimdors. Alles klar. Sie ist da oben. Also fliegen wir wieder zurück. Das ist ein Hin- und Hergereise. Wie früher. Eigentlich schön, ne? Mal gucken, wie weit es heute geht. Weil wir werden das wird ja auf mehrere Wochen aufgeteilt, das Ganze. Müssen wir eigentlich lang. Den Weg da? Ja. Ah, mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich habe da extra drauf gewartet heute. Ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. Wie ihr die ganze Story empfindet. Egal, welche Seite ihr spielt.
Und ja, lasst uns mal darüber schnacken in den Kommentaren. Oder halt im nächsten Stream. Wie ihr mögt. So. Gehen wir mal. Na, du leckst dich aber auch ein bisschen nach vorne, oder? Fließt du so? Nee, das war nur so. So, dann gucken wir mal. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, Phasing. So. Da ist die Chefin. Welches Glück soll dieser Blut? Bis hierher und nicht weiter. Banshee, Königin. Soldaten! Nein! Stürzt euch nicht in die... Oh, Narren! Immerhin wissen wir jetzt, wie gefährlich die Irrwische sind. Wow. Wir sind die Verlassenen. Ich verfolge jede Bewegung meines Fluchs. Malfurions. Der Herr des Waldes ist einer ehemaligen Waldläufer-Generalin von Silberhund nicht gewachsen. In die Wälder. Vorsicht, Tanaria. Im Wald wimmelt es noch immer von Sturmgrims Truppen. Passt auf, was hinter euch passiert. Schlagt den Hinterhalt der Allianz zurück. Okay. Machen wir. Sind das nur zwei? Da steht auch noch einer. Nee, es müssen sechs sein. Machen wir das mal eben. Da kann ich. Wow. So. Komm her, du. Drei, vier. Kommen dann nochmal zwei. Mit noch im Schießen. Ich sehe mal an, diese Animation an von ihr. Da ist die letzte. Geh das mal an hier. Hä? Ich sehe jetzt was? Hauen die jetzt ab oder bleibt die? Achso, hier sind zwei. So. Erntereif. Die Kaldorei haben unseren Vormarsch doch noch stoppen können. Im ungünstigsten Fall wären wir bis Oberdin vorgedrungen und hätten Teldrassil eingenommen, bevor sie uns auch nur hätten verlangsamen können. Aber es spielt auch so kaum eine Rolle. Valfurion wird versuchen, uns aufzuhalten, bis seine Flotte aus den Tussos gekehrt ist. Bis dahin wäre seine Armee für uns kein Problem. Könnten wir doch nur einen Weg durch diese verdammten Irrwische finden. Ich habe eine Idee. Lasst uns mit Sauerfang sprechen. Trefft euch mit Sauerfang und Sylvanas im Außenposten. Machen wir. Beim nächsten Mal gibt es kein Entkommen, Malfurion. Nach Soramgar, schnell! Ach, wir reiten zusammen. Ach nee, doch nicht. Was Soramgar ist. Warte mal. Nee, falsch. Da. Achso, da kommen wir ja nirgendwo durch. Nee. So, und jetzt darüber. Weil wir kommen ja nicht durch diese Wand. Er hat ja diesen Schutzwall aus Irrwische gemacht. Oha, oha. So. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, man muss es auch zwischendrin ein bisschen wirken lassen. Ich rede auch in dieser jetzt nicht so viel immer, weil ich ja auch die Sequenzen oder die Sprüche laufen lasse, damit wir ja nichts übersehen. Das ist nicht die Zeit für. Die Kaldorei haben damit begonnen, ihre Präsenz an der Dunkelküste aufzubauen. Damit wird es für uns schwieriger als erwartet, nach Teldrassil zu gelangen. So. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Ein kurzer Überflug.
Malfurion ist klar, dass seine Irwischmauer nur eine Provisorium ist. Er verschafft sich Zeit, bis Verstärkung in Peldrasil eintrifft. Wir müssen unbedingt einen Weg durch diese Mauer finden, das schnell. Ich möchte, dass ihr unsere Sprengstoffreserven nehmt und etwas Druck ausübt. Ihr werdet die Mauer nicht völlig einreißen können, aber vielleicht findet ihr ja eine Öffnung für uns. Ich lasse einen Trupp bereitstehen, der zuschlagen kann, sobald ihr einen Weg gefunden habt. Zavex wird euch ein paar Bombardiere zur Verfügung stellen können. Benutzt Sprengstoff, um die Armee der Allianz von der Dunkelküste zu vertreiben. Alles klar. Ha, davon lassen sich unsere dunklen Waldläuferinnen und Verwüster nicht aufhalten, Herrin. Kommt da noch was? Nein. So. Achso, jetzt muss ich wahrscheinlich aus meiner Gestalt raus. Der Kriegshäuptling will also die Irwische verscheuchen. Tja, dafür habe ich genau das Richtige. Wollt ihr das Ding fliegen oder wollt ihr die Bomben machen? Fliegen wir los. Schön, dass ich helfen konnte. Das war schier goldrichtig. Auf wie? So, jetzt fliegen wir wieder zur Wand. Im Moment habe ich nichts. Markierte Bäume gefällt. Irwische vernichtet. Okay. Ja, aber ich habe hier nichts zum Bombardieren. So muss ich das machen. Der bleibt einfach hier stehen und ich baller einfach rein. Ist hier noch ein Baumfell? Was sind denn markierte Bäume? Wahrscheinlich die. Ah. Ne, der. Der wird das sein. So, hm? War es das schon? Wahrscheinlich. Irgendwie sieht das komisch aus mit dem Ding. Wo zielt der denn hin? Ich bin das nicht. Was macht der da? Ist, glaube ich, noch ein klein wenig buggy. Eigentlich müsste das weg sein. Geil. Schön. Jetzt nicht abdrücken. So, jawohl. Meine Königin. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Eine unaufhaltbare Macht. Kennt ihr den Streit kommen? Wir müssen jetzt zuschlagen, Tanaria. Durch die Mauer zu gelangen wird nicht einfach, aber ihr werdet es schon schaffen. Tut, was ihr dazu tun müsst und trefft euch mit mir auf der anderen Seite. Ich werde mit einem Trupp zäher Soldaten so viel verwüstern kommen, wie der Durchgang... Wie... den Durchgang überleben. Vielleicht schaffen wir es heute noch nicht nach Darnassus, aber der Ausgang des Krieges hängt nicht von einem Sieg aus, allein ab, sondern von den vielen tausend kleinen Siegen. Also, kann es losgehen? Haltet die Allianztruppen an der Dunkelküste auf. Alles klar. Die Irwische lassen sich ablenken. Diese Schwächen nutzen wir, um an ihnen vorbeizugelangen. Sauerfang führt ein paar Soldaten in den Teufelswald. Findet einen Weg durchs Gebirge zur Dunkelküste, aber überlasst mir die Belagerungswaffen. Wir nehmen Malfurion von beiden Seiten in die Zange. Kriegshäuptling, es gibt keinen sicheren Weg durch den Teufelswald. Findet einen oder macht einen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kennt ihr viele Schmuggler, Pestrufer? Wie bitte? Ich bin nicht naiv. Die ewige Warte bezieht sicher nicht alle Lieferungen auf legalem Weg. Jemand muss eine verborgene Route durch den Teufelswald nutzen. Die meisten Schmuggler gehen dem Hochfürsten lieber aus dem Weg, aber ich bin sicher, wir finden jemanden, den wir überreden können. Das wäre geklärt. Sauerfang, Nathanos, brecht sofort auf.
Ja, und wir auch. Wir müssen jetzt wieder da oben hin. Schließ die Reihen. Waffen bereit. So, ich gehe da. Genau, wir treffen uns mit Sylvanas und die hier ziehen. Guck, Stern. Die gehen durch in den Teufelswald. So. Alles klar. Und wir wieder zurück zu Sylvanas. Ich fliege jetzt mal den Weg lang, weil durch die Bäume ist immer ätzend. Da sieht man nicht so wirklich viel. Wow. Oh. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier vorne ist irgendwo ein Allianzpunkt. Können wir ein bisschen höher fliegen. Urandils Zuflucht. Genau. So. Dann schauen wir mal. Obwohl, eigentlich dürfte uns ja nichts mehr passieren, wenn uns die Punkte alle gehören, oder? Theoretisch. So, wo ist er denn? Irgendwo hier. Da. Auf mein Kommando gehen wir durch die Barriere. Macht euch bereit! Durch die Barriere! Schnell! Ich halte nicht mehr lange durch! Jawohl. Wenn man hindurch ist, wird der Schmerz erträglich. Gebt mir einfach einen Moment. Mach ich. Was ist das hier? Bogenschütze. Wow. So. Zeigt keine Gnade. Von diesen barbarischen Elfen könnt ihr auch keine erwarten. Malfurion wird sich mit seinen Truppen zurückkehren, aber bis dahin werden wir weitermachen. So, Truppen ausschalten. Sie haben vor uns eine Armee aufgestellt, Tanaria, aber es macht keinen Unterschied. Die Kriegsmaschinerie der Horde hält niemanden auf. Betretet die Meisterkleve und schaltet ihre Krieger, ihre Schildwachen und jeden anderen aus, der eine Klinge gegen meine Soldaten erheben könnte. Fegt den mickrigen Abschaum weg, der versucht, das Unvermeidliche hinauszuzögern. Tötet Truppen der Nachtelfen in der Meisterkleve. Und das hier? Ein gewinnendes Missverständnis. Die Kaldorei haben ihre Belagerungswaffen ins Feld geschickt. Sie setzen sie in diesem Moment gegen meine eigenen ein. Ohne diese Verwüster können wir Teldrassil nicht einnehmen. Geht, zerstört ihre Klevenschleudern und zwar so schnell wie irgend möglich. Wenn sie denken, sie können meinen Vormarsch hier aufhalten, denken Sie falsch. Zeigt Ihnen das Ausmaß Ihres Irrtums, Tanaria. Zerstört die Klevenschleudern in der Meisterklebe. So, auf wie. Vermute ganz stark, dass die Klevenschleudern... Ach da. Ja, ich kämpfe gerade als Heiler, ne? Das ist natürlich... Dauert natürlich alles ein bisschen länger. Es könnte auch gut sein, dass ich zwischendrin mal Cuts mache, damit ihr hier nicht alles... Obwohl... Ach komm, wir machen einen Cut. Ankampf. Also seht ihr alles. Bis auf die Elendigen. Die werde ich dann doch schon mal geschnitten haben. Komm her, du. So. Da ist der Klebe. Jetzt zünden wir gleich mal an. So. Ach, die können wir so machen. Zack. Da ist noch eine. Hinter mir war noch eine, ne? Da. Ach komm. War auch da gut zu schießen. Ich hab Rüders an. Da passiert mir eh nichts. So. Was brauchen wir noch? So, da drüben ist der Kleber. Hallo. Hier sind auch noch zwei. Ich
Ich denke mal, die zählen sowieso für jeden einzeln, oder? Der hat da bestimmt auch drauf geworfen. Zack. Genau. Die zählen doch für alle. So, wie viele NPCs wollen wir noch? Zwei. Fertig. Ach, da müssen wir hin. Hoppala. Sind wir denn nicht klar, so, einmal, damit sie... Genau. Ganz sicher. Unklare Sicht. Seht nach oben. Seht ihr sie überall in den Bäumen? Diese hell leuchtenden Eulen sind keine lebenden, atmenden Waldbewohner. Das ist Magie der Kaldorei. Es sind Wächter, die Malfurion alles berichten, was sie sehen. Was, wir haben Eulen? Wo? Ich sehe nichts. So etwas sollten wir nicht dulden, oder was meint ihr? Kümmert euch darum, Tanaria. Aber seht euch vor, es sind nicht die einzigen Feinde im Wald. Nichts und niemand darf uns jetzt aufhalten. Eliminiert die Wächtereulen in den Bäumen und tötet die rasenden Vorbeugs der Dunkelküste. Hat sie noch mehr? Nein. So, da haben wir eine Eule. Da ist eine Eule. Ich will diese Eule, Mann. Genau, das sind diese Wächtereulen, das sind ja diese Jägerfest, ne? Die Jäger haben die auch mal ganz gerne. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Stress hier. Na? Aber ich zeige den auch mal hinter, das geht ja nicht. So. So. Ach, oh, ach Gott. Wie gut, dass wir heute so früh dran sind. Wenn nachher die Leute alle Feierabend haben, dann ist hier mit wahrscheinlich ziemlich voll. Ich gehe stark davon aus, dass nachher hier die Hölle los ist. Deswegen bin ich schon ganz froh. So, die anderen. Ah. Dass wir hier jetzt das Quest schon mal machen können. So. Wir brauchen noch von denen. Ich finde, das ist schon eine Menge. Schon eine Menge Mobs. 10 von denen, 8 von denen. Ja, das sind schon einige. Komm, Eule. Und noch eine Eule. Sieht schon geil aus, ne? Die Wächter-Eule. Muss ich ja echt gestehen. Hübsche Tierchen. So. Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt die Quest hier fertig. Bin mal gespannt, wie die Gegenquests dazu sind. Bin ich echt mal gespannt drauf. Ich hätte vielleicht vorher auf die Idee gehen sollen. Oder richtig auf Tank. Da habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten zu prügeln. Wobei das Mondfeuer vom Heiler macht ja schon ordentlich Aua. Ja, alleine durch die Wächter-Affinität. So. So kann man auch ein bisschen Gold farmen. So, wir brauchen etwa noch 3, also 2 danach. Und von den anderen brauchen wir noch 5. So. Ba, ba, ba. Jetzt sehe ich gerade keine Eulen mehr, aber wir nehmen mal die Vorbeugs beide mit. Weil wir dann ja noch ein bisschen mehr brauchen. Meine Güte, dass es mal so kommt, dass die sich gegenseitig vorangreifen. Bin echt gespannt. Und vor allen Dingen bin ich auch gespannt. Ihr habt ja, einige haben ja das Video von mir gesehen,
zum dieses Sauerfang zu dem ganzen verhält. Ich will da jetzt auch nicht weiter zu sagen, weil ich nicht weiß, wer das alles gesehen hat. Nicht, dass hier jemand noch gespoilert wird, aber das werden wir ja im Laufe dieses Pre-Events ja auch noch sehen. Komm her, Eule. Da bin ich echt gespannt, was das alles verhält. Da bin ich echt gespannt. Wer jetzt wissen möchte, was ich meine, muss ich die Ever gedulden, bis wir die anderen Teile hier machen. Ich glaube, bis das hier weitergeht. Oder bis die BFA kommt. Ich glaube, fast sogar... Nee, das ist, glaube ich, die letzte Woche. Das, was ich meine. Entweder müsst ihr euch gedulden. Oder... ihr schaut euch einfach die Sachen vom Alpha-Beta an. Diese Prä-Sachen, die ich da gemacht habe. Dann müsst ihr auch was zeigen. Ansonsten wartet einfach. Ja, wir haben jetzt die erste Woche. Ja, bei der dritten Woche kommt das. So. Fertig. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Jawohl. Hölzerne Spione, wenn die Augen des Waldes geschlossen sind, verbleibt noch eins, die Ohren der Urtume. Sie spüren die Erschütterung unserer Schritte und melden Malfurion all unsere Bewegungen. Ist eure Fackel bereit? Besiegt das brennende Urtum. Oh nein. Alles klar. Greifen die mit an oder kämpfen die alleine? Ich scheine hier alleine zu kämpfen. Ich habe erst vor kurzem noch gefestet. Ich denke mal, das ist hier aber auch Phasing, ne? Alles. Ich habe eindeutig noch so viel Quests hier. Ich muss das unbedingt noch erledigen, bevor BFA losgeht. Mein Questlog ist noch so voll, weil ich im Moment einiges nachhole. Oha. So, komm. Drufter. Immer Drufter. Und fertig. So, die Ohren sind auch besiegt. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hingeflogen, kleines Vögelchen. Oha. Ich muss aber mal eben gucken. System. Sound. Die Musik ein bisschen leiser machen, aber die Dialoge lauter. So. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Der Bau der Schwarzfälle. Doch haben wir nicht all unsere Truppen an die dunkle Küste versetzt. Doch es. Doch es sollte genug sein, um irgendwo einen Außenposten zu errichten. Ich kenne auch schon den passenden Platz. Südlich von mir ist der Bau der Schwarzfälle. Die dort wohnenden Vorbeugs sind in Hysterie verfallen. Unsere Feinde drängen vom Norden her. Daher ist die Vorbeugbedrohung ein Problem, das wir uns nicht leisten können. Ich werde mit einem weiteren Trupp hinter die Mauer vorstoßen, während ihr mit dem Vorbeugs verhandelt. Vertreibt die Vorbeugs aus dem Bau des Schwarzfälle. Okay. Aggressive Inspiration. Nichts spornt die Horde mehr an, als der Moment, in dem ihr Banner Scholz in den Ruinen einer feindlichen Festung weht. Geht zum Bau des Schwarzfälle und nehmt ihn ein, stellt dann die Banner der Horde auf. Lasst niemanden daran zweifeln, wer jetzt über das Land herrscht. Platziert drei Banner der Horde im Bau des Schwarzfälle.
Okay, wo war der Bau? Da hinten. Genau, das war doch irgendwo hier hinten. Boah, die Maschinen haben gerade unglaublich viel Lärm gemacht. So. So. Ich muss nicht mit denen verhandeln, sondern ich soll die ja töten. Lustig, dass die jetzt 110 sind. So. Oh, das arme... Ja, tut mir leid, Reh. Ist mir leider in die Schlagrichtung gefallen. So. Aber dann... Da kommt der nächste. Hallo? Blutelfenpala. Machst das schon. Ach, die sind sogar 111. Da. Vielleicht zieht auch gleich das Banner. Können wir dann auch gleich mal machen. Banner Nummer 1. Ach komm, wir müssen sowieso noch ein paar töten. Können wir dann auf dem Weg nach unten machen. So. 10 Stück. Ich freue mich echt auf, wenn das Schlüssel war. Einmal hier rum. Oh, das wird echt ein langes Stück, ne? Nehmen ja schon ein bisschen länger auf. Das wird eine lange Questreihe. Aber wird bestimmt interessant. Sehr interessant. So, das letzte Banner ist da oben. Laufen wir einfach mal hier rum. Hier sind bestimmt auch noch genug Vorbeugs. Da hinten ist mein Freund der Paladin. Ach, die respawnen gerade alle. Siehst du das? Da waren noch 5, danach brauchen wir noch 3. Kriegen wir hin. Ach, falsche Taste. Die ganze Zeit immer auf die Sterntaste. Ich sollte vielleicht wirklich mal schauen, ob ich die Tastatur noch mal wechsle vor BFA. So, komm mal her, du. Ah, vielleicht spawnt hier noch einer. Hallo. Einen brauchen wir noch. Einen. Sitzt doch bestimmt irgendwo einer in der Ecke. Da! Hallöchen! Hallo, mein Freund. Nein, nein, nicht mein Freund. Es tut mir leid, du musst gehen. So, da haben wir es. So, wo stehen sie? Da vor der Tür. Hallo? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Das sagt sie immer. Werden die Ältesten der Schwarzfäller uns dafür danken, dass wir den Frieden in ihrem Baum wiederhergestellt haben. Okay. So. Der Beginn von etwas Gutem. Während der Rest unserer Armee das Lager errichtet, solltet ihr mir folgen. Auf meiner Rückkehr von Soram habe ich etwas Interessantes entdeckt. Ich gebe zu, nicht einmal ich hätte einen solch glücklichen Zufall erwartet. Folgt mit Tanaria und nehmt eine Spitzhacke mit. Folgt Sylvanas nach Nassjevel. Pioniere, nehmt eure Ausrüstung und folgt mir. Bringt alle Schredder mit. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie jetzt macht. Ach so, jetzt... weißt du, das erste Lauf, als erstes laufen sie, ne? Und jetzt, ach so, hier in die Gräber. Ausgrabungsstelle. Ne, hinter die Ausgrabungsstelle. Da sind sie. Da ist sie. So. Oui. Azarit.
Damit wird auch der Letzte, der sich der Horde in den Weg stellt, fallen. Seid vorsichtig, Champion. Die Allianz ist uns anscheinend zuvorgekommen. Dieses Schiff muss aus Darnassus kommen. Das bedeutet, ich habe eine Krähe zu jagen. Okay. Starrt ihr mich an? Gut. Treibstoff für die Kriegsmaschinerie der Horde. Ihr habt den Kriegshäuptling gehört. In den Ruinen da drüben schießt Azerit aus dem Boden und die Nachtelfen versuchen es, sich unter den Nagel zu reißen. Also begebt euch zu den Ruinen und sammelt etwas von dem Zeug ein. Unsere gesamte Offensive ist in Gefahr, wenn die Nachtelfen das Azerit in ihre Hände bekommen. Sammelt Azerit aus 6 Vorkommen. Einmal eine sehr klare Botschaft. Die Allianz hat das Azerit vor uns erreicht. Hier wimmelt es nur so von Nachtelfen. Tötet alle, die ihr seht. Wir müssen sicher gehen, dass nicht einer von ihnen der Allianz auch nur eine Unze Azerit überbringt. Tötet 10 Streitkräfte. Ich halte euch den Rücken frei. Alles klar, machen wir. Da ist Azerit. Überall Azerit. Gehen wir hin. Bewegst du dich eigentlich auch, Katze? Oh ja, super. Ah, da war ich zu langsam. Du klaust keiner zu dir. Jetzt holt ihr sich das Azerit, was ich mir eigentlich gerade holen wollte. Ach nee, das geht auch so. Was macht ihr denn da drüben alle? Ich komme hier gar nicht hoch. Weißer Strahl hier. Ah, alles klar. Ja, zwischendrin ist wirklich mal Sprachpause. So, Atelier Nummer 3. Oder haben wir schon bald alle? Eigentlich brauche ich wirklich nur von Azerit Ader zu Azerit Ader. Den haben wir ja auch schon. So. Und die nächste Ader. Fünf und 6. Stellen. Komische Spiegel hier, ne? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das Ding schon immer hier stand. So. Fertig. Und wieder zurück. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Vögel nicht mit triggern. Die wollte ich nämlich nicht mit zurück ins Lager nehmen hier. So, Hallöchen. Wir machen das hier auf meine Art oder wir machen es gar nicht. Ja, ja, hör auf zu meckern. Einmal abgeben, zweimal. Ein Geschenk aus Azerit. Ich glaube, wir haben hier alle. Wir haben hier jetzt alles im Griff. Ihr müsst dieses ganze Azerit zurück zu Savix ins Hauptlager bringen. Er wird schon wissen, wie wir dieses Zeug am besten einsetzen können, um die Allianz zu besiegen. Bringt Azerit zu Savix. Dieser Job ist gar nicht so übel. Müssen wir wahrscheinlich da. Wieder da vorne ins Lager? Ich dachte, der wieder an den Strand. Das wäre es jetzt gewesen. So. Wobei, wir haben ja ein Lager am Strand und eine Truppe.
Genau, und hier haben wir ein Lager gebaut. Wo ist er denn? Hier ist er. Da. Hallöchen. Jo! Jo! Bleib gut drauf! Und nü? Was liegt an? Ihr habt mir Azerit mitgebracht. Das ist der gute Stoff. Lasst mich nur. Gib mir eine Sekunde, okay? Noch ein bisschen davon für die Extraportion Bums. Ein bisschen Schießpulver, ein paar Lunden und Kupferspäne, ein paar Prisen meiner Geheimzutat und voilà, Modifikationen abgeschlossen. Das Ding ist bombig. Ernsthaft, das würde Gallinix lustlos glatt in die Stratosphäre pusten. Da schlägt ein Goblin-Herz höher, wisst ihr? Die anderen sich hier überhaupt nicht die Finger angucken hören. Redet mit mir! Verstehe ich gar nicht. Ein Höllenritt. Dieses Ding ist eins meiner besten Stücke. Das könnt ihr mir glauben, Kleine. Jetzt, wo es mit neuestem Spielzeug aufgerüstet ist, dürfen wir keine Zeit verlieren. Der Kampf tobt an dem Windschnellen, fliegt in meinem modifizierten Maschinchen in die Schlacht und macht ihm die Hölle heiß. Schließt euch der Schlacht bei den Windschnellen. Kommt bald an. Wieder! Hallo? Was liegt an? Es ist schön, dass ich helfen konnte. Marva. Alles klar, dann gehen wir mal hin. Ne, das Ding war es gar nicht da. Ja, da. Fliegt der alleine? Ja, der fliegt alleine. So, die Windschnellen ist ja da vorne. Wow, das ist echt eine lange Questreihe. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass heute schon so viel ist. Wow. Das sage ich jetzt und dann kriegen wir jetzt die letzte Quest. Ach ja, Dunkelküste. Wo ich damals hier gelevelt habe mit meinem Char, sah das noch alles. Das war ja alles vor Carter. Das war weit, weit vor Carter. Ewig lange her. Ganz, ganz, ganz lange her. So, nü, kriege ich jetzt eine Leiste zum Kämpfen oder wie sieht das aus? Oh, ja. Erwachtes Irrtum und Truppen. Na, wenn jetzt hier noch zwei große Türme aus irgendwoher hier kommen, dann können wir hier die Schlacht der zwei Türme machen. Das war ein Witz. So, ein Irrtum. Da hinten ist noch eins. Treffe ich dich überhaupt, das Ding? Das werde ich, treffe ich dich? Der sieht nicht aus, als wenn der wirklich großes Leben verliert, der hier. Oh doch, der verliert Leben. Der auch. Haben wir alles? Truppen der Kaldorei. Boah, haben wir. Ich dachte, das wäre schon fertig, weil es schon verschwunden ist. Ah, gucke mal. Ja. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Diese Pattsituation wird uns nichts bringen. Wir sollten uns im Bau des Schwarzfelles sammeln. Trefft euch mit Sylvanas im Bau. Machen wir. Ich weiß zwar nicht, wie sie mit dem Pferd da die Wand hochkommt, aber sie wird das schon tun. Die wird das schon schaffen, irgendwie. So. Hoppa. Alles klar. Ja, das wird echt ein langes Video. Da habt ihr was zu gucken. Hallo, Sylvanas. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Wie geht's von hier aus weiter, Kriegshoppe? An den Wildschnellen besteht ein Patt. Und Malfurion weiß das. Wir müssen unserem Kurs vorerst treu bleiben. Ich führe unsere Soldaten weiter durch die Barriere, während wir auf Nachricht von Sauerfang warten.
Bis dahin tun wir, was wir können, um die Kaldorei unerlässlich unter Druck zu setzen. Ruhe ist ein Luxus, den wir ihnen nicht einmal nachts gewähren. Krieg ist Krieg. Kommt er raus? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wir müssen warten, bis Sauerfang wieder da ist. Alles klar. So. Ach, gucke mal. Jetzt haben wir Dailies. Oh, es gibt sogar Ausrüstung. 210er. Wow. Ja, dann würde ich sagen, wie ihr sehen könnt, wir haben auf jeden Fall unsere Dailies. Horde. Oh, einmal am Tag, ne? So. Ich würde sagen, Dailies mache ich jetzt ohne euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video von der Allianz wieder. Bis dahin. Ich danke euch fürs Zusehen von Teil 1. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.